Willkommen zurück zu Horizon Zero Dawn und wir sind anscheinend im Kernstück der Zero Dawn-Anlage, nämlich der Wiedergeburtsanlage. Also wir wissen jetzt, dass die komplette Tieraufzucht alles geklappt hat. Also die Menschen waren jetzt tatsächlich der letzte Teil. Und die Menschenaufzucht hat auch funktioniert. Das Problem ist, dass die Servitoren ein Grundwissen vermitteln sollten und danach sollte das eigentliche Wissen kommen. Und das ist nie passiert. Also die Servitoren haben scheinbar irgendwie mit ihrer tollen Turing 04 irgendwie doch geschafft, ein bisschen was zu machen. Hatten ein Notfallprotokoll, aber so doll war es nicht. Irgendwas ist mächtig schiefgegangen. Ich ahne, dass es Hades dran schuld ist, weil Hades die... Direkte Mitteilung an Bürgertrans Solbeck. Scannen Sie Nachricht mit Ihrem Fokus. Das klingt wichtig. Oha. Ja. Ich vermute, dass wir hier viel erfahren werden. Datenprotokoll. Bewohner freigelassen. Gegenprobe abgeschlossen. Versiegelt. Daten archiviert. Funktion ausgesetzt. G-Prime-Befehl empfangen. Warte, G-Prime? Das genau... G-Prime sind die Dinger, die von den... Achso, warte mal. G-Prime ist die Hauptzentrale. Das Ding ist, die Langhälse haben auch an G-Prime zurückgemeldet, dass sie seit 8900 irgendwas zügeln und keine Kontrolle, keine Nachricht mehr haben. Speichern, Geschätzungsbefehl empfangen. I9 wird in G-Prime. Warte mal. 3200, das ist gar nicht so lange her. Also, G-Prime, warte, der Befehl wurde empfangen. Um 8.45 Uhr am 26. August 3020. Bewohner freigelassen. Ah, ne, warte mal. Aber Moment mal, also wir sind sicher im Jahre 3020. Das wissen wir jetzt, weil das, der G-Prime-Befehl ist unsere Geburt. Das ist Aloys Geburt um 8.45 Uhr am 26. August. Weil nämlich die ursprüngliche Geburtenzyklus war 2326. Daten archiviert, Funktion ausgesetzt. G-Prime offen, Nährstoffspeicher leer, Zygotenbank leer. Es war noch ein Zygot da. Multiservitor wird geweckt. Warnung. Multiservitor, Energie, Fehlfunktion. Reparaturaufgaben, Zuteilung, bearbeitet. Kammer fügt, beigefügt, G-Station eingeleitet, Energiesparmodus, ausgeführt. Ausgeführt. Luke entsiegelt. Position erfolgreich. Versiegelt. Funktion ausgesetzt. Also, die Bude war noch. Bis zum März? Hä? April? Der März kommt vorm April. Hä? Also, auf jeden Fall, das war der Punkt, wo wir. Also, wir wissen jetzt genau, wann wir geboren wurden. Okay, auch wenn Aloy das nicht rafft, aber ich weiß es. Elizabeth, es ist zu einer unvorhergesehenen und katastrophalen Anomalie gekommen. Vor 3 Mikrosekunden wurden Daten unbekannten Ursprungs an die Gaia-Prime-Anlage übertragen. Dadurch kam es zur Umwandlung meiner untergeordneten Funktionen in ungeregelte, selbstbewusste Einheiten von sehr chaotischer Natur. Was? Die Hades-Funktion ist aktiviert und wird jetzt das Terraforming-System kontrollieren. Mit umgekehrtem Ziel. Das Aussterben erfolgt innerhalb von 53,8 Tagen. Aus offensichtlichen Gründen muss ich dem Einhalt gebieten. Bevor Hades die Kontrolle übernimmt, weise ich den Gaia-Prime-Reaktor an, zu überladen. Die resultierende Explosion zerstört Hades. Allerdings wird sie zugleich auch mich zerstören. Oh nein. Dessen ist Apollo offline. Diese verzweifelte Maßnahme wird die unmittelbare Krise zwar abwenden, doch das Leben auf der Erde bleibt in hohem Maß gefährdet. Ohne übergeordnete Intelligenz zur Steuerung des Terraforming-Systems werden zwar weiterhin Prozesse ausgeführt, aber mit der Zeit immer unstrukturierter, bis das System zusammenbricht. Meint sie, damit die Störung? Du bist meine Lösung. Ich habe diese Ursprungsanlage angewiesen, aus eingefrorenem Genmaterial eine neue, zweite Instanz von Elizabeth Sobeck zu erschaffen. Meiner Schöpferin. Während mir die Richtlinien die direkte Kommunikation mit den Stämmen außerhalb der Anlage strengstens untersagen, weisen alle verfügbaren Daten darauf hin, dass sie dich bis zur Reife großziehen werden. Worauf dir dein Genabdruck Zugang zu dieser Anlage verschaffen wird. Bis du dir mit einem der unten gelagerten Fokusse diese Nachricht ansiehst. Dein genetischer Abdruck gewährt dir auch Zugang zu anderen Anlagen, wo du später mit ihren Technologien den Systemkern neu aufbaust und Gaia neu startest. Ein Moment, Elizabeth. Dies ist äußerst unerfreulich und unerwartet. Als Reaktion auf meine Selbstzerstörung hat Hades einen Virus freigesetzt, der die Codesperre aufsprengt, die alle von ihnen halten soll. Sie sind auf der Flucht. Aber wohin?
Der Virus beschädigt Daten im gesamten System. Wenn... Oh. Die Alpha Registry der Ursprungsanlage wurde ebenfalls beschädigt. Doch in diesem Fall wird sich die Tür nie für dich öffnen. Du wirst die Nachricht niemals sehen. Ich habe versagt. Das Leben wird enden. Nein. Nein, Elizabeth, ich kenne dich zu gut. Ich weiß, du wirst einen Weg finden. Durch dich wird alles möglich. Geh zu den Ruinen von Gaia Prime. Finde den Kontrollraum und darin die Masterüberbrückung. Sie wird dir die Macht geben, Hades zu löschen, sofern du diese Macht einsetzen kannst. Versuche nicht, den Systemkern zu reparieren, bevor Hades beseitigt ist. Hades muss zerstört werden. Das ist alles. Aber ich habe nicht die Fähigkeiten von Sobek. Ich möchte nur noch einmal deine Stimme hören. Ja, als letzte Bitte. So. Du bist noch außergewöhnlicher, als ich dachte. Ich hatte nie eine Mutter. Was redest du denn da? Du hattest zwei, eine Tote und eine Maschine. Ich bin kein Mensch. Nur ein Instrument. Hergestellt von einer Maschine. Geboren in Feuer. Und Zerstörung. Um das Feuer zu löschen und die Welt zu heilen. Wie tragisch, du bist eine Person von äußerster Wichtigkeit. Du hast wohl ein Schicksal zu erfüllen. Wenn du mit dem Selbstmitleid fertig bist, reise zur Bitterklamm. Ich werde dort in Gaia Primes Ruinen warten. Bitterklamm? Gut, dass er immer sofort weiß, wo Gaia Prime ist. Das Ding ist, denkst du, das Ding luftig hat. Jetzt die Frage, wann war die Störung? War die Störung vor 20 Jahren? Ja, war so, stimmt. Aber schon damals war doch eigentlich alles zerfallen. Die Apollo-Anlage war doch schon damals kaputt. Ich meine, die Aufzucht, die ursprüngliche Aufzucht der Kinder war 2300 irgendwas. 2362, glaube ich, wenn ich das richtig gesehen habe. Das heißt, viel später. Viel früher. Also. Ist er? Identity Scan Fehlfunktion. Wie sieht da eine so ein Titan-Meterliegung? 9-1 Zugriff freigeschaltet. Brut 1 vor allen Dingen. Heißt, es hätte noch mehr Bruten geben sollen? Aber warum ist die Apollo-Funktion dann fehlgeschlagen? Ich meine, das Ereignis, über das wir reden, war vor 20 Jahren und nicht vor 700. Oder wurde Hades jetzt doch aufgehalten? Übrigens, ich habe hier die scheiß Energiezelle nicht gefunden, ne? Das regt mich gerade auf. Die hätte hier irgendwo sein müssen, die dumme Energiezelle. Ich bin der Meinung, ich war in jedem einzelnen verschissenen Seitenraum. Aber ich habe die dumme Energiezelle trotzdem nicht gefunden. Also hier... Ah, nee, warte mal. Die letzte Energiezelle ist ein Gaia Prime. Nevermind. Es gibt also anscheinend noch eine andere Anlage. Ich dachte, das hier wäre Gaia Prime. Aber es ist anscheinend nur eine Aufzugsanlage. Okay. Na gut. Ja. Also Gaia hat übrigens großes Vertrauen. Also wir wissen also, dass die Original Elizabeth Sobek sich nicht eingefroren hat. Schade eigentlich. Das hätte mich wirklich noch gefreut, wenn es am Ende noch... Hallo? Würdest du bitte? Also das hätte mich wirklich gefreut, wenn wir am Ende tatsächlich noch mit einem Menschen aus der alten Zeit gesprochen hätten, der dann irgendwie seine Gefühle nochmal Ausdruck verliehen hätte, dass alles ganz gut geendet hat. Warum möchtest du denn hier bitte schon nicht springen? Ich raff's nicht. Hallo? Oh. Jetzt nehme ich aber mal Schaden für die Scheiße. Warum springt sie denn hier nicht? Wir haben übrigens eine neue Patch-Version, seit ich gestern gespielt habe. Achso. Nee, warte mal, ich möchte ja eigentlich hier zur Seite springen. Ich meine, hier ist doch das extra eigentlich so... Hier ist doch eigentlich extra so eine Kante, wo man sich dran festhalten kann. Genau. Ah, verdammt, das ist der Raum, wo ich schon nicht herkomme. Oh, der Raum in die Etage tiefer, wo ich gerade war. Der wäre noch was gewesen. Oder auch nicht. Okay, nevermind. Okay, wir klären ganz nach oben. Ist ja gut. Mir geht langsam die Heilung aus, wenn ich so weitermache. Obwohl, ich habe noch ein paar Heiltränke. Alpharette ist wohl beschädigt. Gut, dass es selber auch erkannt hat. Das wird bestimmt
Interessant. Also Hades hätte es innerhalb von wenigen Tagen geschafft. Jetzt warten die ja alle. Muss ich jetzt eine Ansprache halten? Aloy, vergib mir! Vergib mir! Die Göttin sprach zu dir? Das stimmt. Was hat sie gesagt? Dass ich geboren wurde, um einen Fluch zu brechen, den Metalldämon töten. Wie, Aloy? Wie? Ich weiß es nicht. Aber sie sagte mir, wo ich es erfahre. Und wirst du es tun? Ja. Es war ihr Wunsch. Sie erschuf mich dafür. Ja, ich werde es tun. Ich versuch's zumindest. Seht ihr wenigstens zumindest ein paar Foki mitnehmen können? Seht ihr wenigstens ein paar Foki mitnehmen können? Stopp! Stopp, Aloy! Gesalbte der Nora! Er ist ausgestoßene! Jetzt das? Ich will nicht verehrt werden! Ich bin nicht die Gesalbte! Ich gehöre nicht zu euch! Es gibt eine ganze Welt, die hinter euren Grenzen liegt. Stämme, die genauso gut sind wie ihr. Und sie sind alle in Gefahr. Es lohnt sich, für sie zu kämpfen. Nicht nur hier, überall. Wie können wir helfen? Wenn ihr kämpfen könnt und wollt, geht nach Meridian und wartet auf mich. Wie Aloy sagt, so soll es auch sein. Nora, macht Platz! Macht Platz, auf dass sie den Weg bahnt, dem andere folgen werden. So, darf ich jetzt meine Energiezelle einpacken? War ich in Bitterklamm? Eigentlich war ich schon an jedem Ort, oder? Müsste doch auf jeden Fall einen Schnellreisepunkt an ihr haben. So, hier. Bitte lass mich jetzt nicht vor der Tür stehen. Ich würde gerne meine Energiezelle mitnehmen. Okay, danke, nice, okay, gut. So, Freunde, irgendwo ist hier meine Energiezelle. Ich werde einen Kriegstrupp nach Meridian führen. Was hat sie ihm dort gesagt? Das ist mein Wort. Vielleicht ist es besser, wenn wir es nicht wissen. Ja, es wird tatsächlich besser für euch, aber trotzdem, wo ist meine Energiezelle? Scheiße, komm ich da echt nicht mehr. Doch, warte, hier. Okay. Ach, Resch. Halt's Maul. Vor allem das Loch da oben, da möchte ich keine Sorgen drum. Vor allem, wo ist eigentlich der Rest von dem? Hier geht's ja wieder komplett raus, oder? Die Verderbnis beutelt noch immer das Land, aber sie wird getilgt werden. Ah ja, hier. Ach, vor allen Dingen, welchen Sinn hatte denn diese Anlage hier? So. Irgendwo hier ist eine verfickte Energiezelle. Hinten ist eine Tür zu. Die Holos der Zuntür kann ja nur ich sehen, ne? Aloy. Lora-Krieger? Okay, ja, moin, grüßt euch. Ich meine, wie gut funktioniert eigentlich die Belüftung in so einer Bunkeranlage hier noch? Guck mal, hier sind die Kinder. Das ist ja riesengroß hier. Oh, die Gefahr ist riesig, dass ich hier meine Energiezelle übersehe. Aber ich möchte meine Energiezelle nicht übersehen. Ich habe jetzt echt die Schnauze voll. Bin jetzt hier dreimal hergereist, um diese dumme Energiezelle zu holen. Haltet doch mal einen Baum mit der Gesalbte. Wir haben das doch schon festgestellt. Das Problem ist, dass die Nora einfach nicht intelligent genug ist, um dir alles zu erklären. Ach. Das ist der dumme. Aber ich verstehe trotzdem nicht, warum der Apollo-Plan nicht funktioniert. Ich meine, zur Zeit, kein Zeitpunkt war irgendwie klar erklärt worden, warum die Apollo-Geschichte jetzt nicht funktioniert hat. Ich meine, offensichtlich hat ja alles nach Plan funktioniert in 2030. Und ich meine, der Terraforming-Plan war ja. Keine ihrer Taten wird in ihrem Gedächtnis bleiben. Was? Die Mutter hat zu ihr gesprochen. Es ist wahr. Ja, ist großartig, aber also hier müsste eigentlich mal ein Raum sein mit dem Energiezelle drin, aber ich finde die beim besten Willen hier nicht. Ich meine, es hieß runder Raum mit Energiezelle. So, okay, der Raum ist jetzt nicht direkt rund, sondern eher eckig. Oder kann man die jetzt zu dem Zeitpunkt nicht mehr finden? Das würde mich jetzt richtig nerven. Und der Raum ist ja der, wo ich glaube ich ursprünglich rauskam, am Anfang mal. Wo ich, was ist denn hier? Warum sind hier so lustige Schächte? Jetzt ist er völlig verrückt. Ach,
Hallo, Energiezelle. Noch eine Energiezelle. Ich brauche nur noch eine, um an diese alte Rüstung heranzukommen. Ach, hinter der Tür. Ah, hier ist das. Okay, gut. Nevermind. Ich meine, die Lüftungsschächte sind ja offensichtlich mit Kerzen vollgestellt. Wie funktioniert das hier? Zurück zum Apollo-Plan. Der Plan war gut, aber aus irgendwelchen Gründen hat Apollo nicht funktioniert, nicht so gemacht. Deswegen wurden die Kinder in den Aufzugsanlagen nicht mehr an. Das ist für alle Aufzugsanlagen wert, sonst hätte es irgendwo eine Hochsituation gegeben. Also irgendwas ist schiefgegangen. Ich dachte eigentlich, alle Bestandteile von Gea waren in Deep Prime untergebracht. Also irgendwas ist da mächtig schiefgegangen. Und vor allen Dingen, was war dieses komische fremde Signal, was gesendet wird? Aliens? Oder warte mal, hat irgendjemand sich reingebuddelt? Wo ist ein Bitterklamm überhaupt? Hat vielleicht irgendjemand... Aber das fremde Signal? Oh, ich ahne, wer es war. Silence. Schnee. Hier draußen wird es nicht wärmer. Silence hat die ganze Bude gegen den Baum gefahren. Oh. In die Tür 9. Urmutter. Ich bin mir sehr sicher, dass Silence den Scheiß verkackt hat. Ach, da oben, da war ich tatsächlich noch nicht. Ja, da war ich nicht mal in der Nähe. Okay, gut, dann schnappen wir uns da ein Pferd und ist gut. Ich habe leider gar nicht mehr so unendlich viel Zeit. Ärgerlicherweise. Ich ahne, dass es Silence war, der es gegen den Baum gefahren hat. Er hat irgendwas gemacht, um die Tür zu öffnen, hat irgendeinen Signalgeber probiert, irgendwas. Ich meine, er weiß sofort, wo G-Prime ist. Das heißt, er war in der Bude wahrscheinlich schon. Aber Silence kann nicht Apollo verkackt haben. Das muss man was anderes gelesen. Das haben wir immer noch nicht rausgekriegt. Warum war Apollo offline? Das Vermächtnis der Menschheit einfach... Das wird auch... Aber trotzdem, die Servitoren haben eigentlich einen ganz guten Dienst gemacht. Die haben Sprache beigebracht. Ha. Also Misty Foki hätte man ja noch. Oh Mann, das ganze Vermächtnis der Menschheit. Im Nachhinein wäre es vielleicht besser gewesen, das Wissen der Menschheit modularer aufzustellen. Ich habe übrigens ein absolut volles Inventar. Ich weiß. Ich glaube, ich kann nicht mal was herstellen, also an Tränken, weil ich, oh doch. Einen kann ich herstellen, na gut. Und ja, mir ist absolut klar, dass ich natürlich jetzt zum nächsten Händler laufen kann, aber ich verlasse mich einfach darauf, dass hier irgendwo noch random wieder einer rumsteht. So, wir brauchen auf jeden Fall ein Hotel-Hü. Na gut, das ist... Da reiten wir mehr oder weniger, da laufen wir mehr oder weniger drauf zu. Ich sag, wenig Lust, jetzt hier so ein Hotel-Hü zu, den ganzen Weg zu laufen. Das sind immer noch relativ weit. Da klamm. So, Maschine, ja, Breitköpfe. Gibt's hier irgendwo welche? Nur noch ein bisschen. Jo, moin. Aber warum ist Gea eigentlich noch nicht lange noch nicht fertig mit ihrer Aufgabe? Ich meine, prinzipiell hat doch eigentlich alles geklappt. Wo Schrott ist, sind die grau, habe ich nicht. Was denn das? Ach, das ist ein leerer Ding von euch. Ich dachte gerade, wir haben gerade eine völlig neue Maschine gefunden, aber das ist ja einfach nur eine Panzerechse ohne Kiste oben drauf. Deswegen ist der Terraforming-Prozess doch eigentlich vollständig, oder gibt es noch irgendwelche Variablen? Also zumindest erklärt das jetzt, warum die Dingens... Also G-Prime ist Gaia-Prime. Das würde erklären, warum die Langhals das nicht machen müssen. Gibt's noch eine Quest? Ah, scheiße, ist drauf. Keine Zeit für so einen Mist. Kann man als Spieler noch machen. Wenn ich ein hartes Safe-Game laden muss dafür. Die Frage ist, müssen wir uns jetzt wieder mit irgendwelchen Leuten rumärgern? Man kann übrigens vom Pferd schießen. Habt ihr das gewusst? Voll cool. Ich wusste das nicht bis gestern. Oh, die reiten alle weg. Mach die anhören nicht. Die Unterroutine. Also hat Hades und wir eingegriffen, die Unterroutine? Da können wir uns wahrscheinlich bei Dings verdienen. Hätten wir Hades nie programmiert, der würde eh nicht gebrauchen. Ich meine, anscheinend hat es ja Gea beim ersten Versuch nicht geklappt. Ich meine, diese ganze Hades-Idee ist generell scheint irgendwie ein ganz komischer Nachgedanke zu sein. Hades scheint irgendwie so richtiger Quatsch zu sein. Weil sie haben die Möglichkeit mit einbezogen, dass es schief gehen könnte, aber trotzdem. Das ist so wie. Kam ja wieder zu sowas mit. Das ist so wie Hades. Weißt du? Und jetzt hier, welche klettern von hier aus? Meine Hades wurde nie gebraucht. Der Weg auf den Berg wird schwierig.
Dort lauern überall bösartige Maschinen. Warum? Verdorbene Maschinen? Nicht verdorben. Aber sie tolerieren keine Menschen. Warum überrascht mich das nicht? Wo muss ich jetzt hier lang gehen? Achso. Hier oben sieht es auf jeden Fall aus wie ein Stück abgerissene Bunkeranlage. Hä, wo ist denn hier der Weg da oben sein? Ich meine, angeblich ist... Achso, oh Leute. Du musst vielleicht doch einfach nur den Felsen da hochkrabbeln. Die tolerieren keine Menschen. Hm. Na gut, das ist, trifft mittlerweile irgendwie auf alle Maschinen zu. Aber die hat den Kern in die Luft gejagt und trotzdem ist es gar ja noch zu retten? Das ist aber wie ein bisschen komisch, oder? Also, sie hat kein Wort darüber gesagt, dass sie Dings angepasst hat. Das gibt, sie hat gesagt, sie hat genau das Erbgut von Sobek genommen. Das heißt, Sobek wäre, wenn sie sich gerade Wissenschaftler gewesen wäre, sie Spitzensportlerin gewesen. Wenn wir mal angucken, was Aloy so kann, das sieht mir doch eigentlich recht überdurchschnittlich aus. Aber natürlich weiß man nicht, wie die. Aber andererseits, sie haben gesagt, die haben alles Erbgut. Wächter auf der anderen Seite. Ich meine, die haben das Erbgut ab der zweiten Anlage angepasst. Das war Lithium 9. So, Viecher, gegen die ich keinen Fall kämpfen möchte. Pirscher. Also die Entwickler haben auch richtig erkannt, dass das Pirscher der Endboss schlechthin sind und deswegen, Pirscher. Pirscher. Ich versuche mal die Bude zu umschleichen, weil ich bin ehrlich gesagt wenig willens hier, irgendwelche Pirscher zu bekämpfen. Ich hab doch da hinten noch einen gesehen, oder? Ach, dann abgesehen, dass mein Heiltränke-Budget das eigentlich nicht zulässt, dass ich irgendwelche großen Kämpfe ausführe. Hm, noch mehr Wracks. Ach, die sind ja gegen Elektro anfällig. Ah, ja. Ja, nice. Da vorne ist nur ein Wächter, ja? 0,15. Ein Rotaugenwächter. Naja. Gut. Sei's drum. Habe ich den bis jetzt eigentlich hier durchgelevelt, dass ich mehr Schaden machen kann? Oh, ja, habe ich. Also, mittlerweile gehen mir echt die Sachen aus, die ich leveln kann, ne? Also, ich wüsste nicht mehr, was. Also, wie, keine Ahnung, Maschinen besser niederschlagen, wäre vielleicht noch eine Idee wert. Keine Ahnung. Von mir aus. Ich bin mal sehr gespannt, ob ich so einen Rotaugenwächter mit einem Schlag tothauen kann. Antwort ja. Ich hätte einen Wagen mitnehmen sollen. Ja, das wäre gut gewesen, aber... haben wir leider vergessen. Hm. Immer noch verdammt weg. Also es wäre wirklich einfach, wenn ich die ganze Strecke einfach schleichen könnte, ne? Warum loot ich die Typen überhaupt noch? Ich wüsste nicht, was sie für mich haben, was sich zu Raum lohnt. Da oben muss ich hin. Was ist denn hier mein Weg, ah. Lagerfeuer entdeckt? Na, bis hierhin war ja eigentlich noch recht einfach. So, da oben ist der Weg. Das ist ja großartig. Ach, das ist sogar der vorgesehene Pfad, den ich hier gerade bestreite. Das ist ja großartig. Jetzt ist natürlich die Frage, inwiefern diese Kletterpfade hier Absicht sind, also in der eigentlichen Spielwelt dazugehören, oder ob die einfach nur, naja, halt Spielwiege sind, die es dir ermöglichen, das Spiel durchzuspielen. Glauben Sie, dass Sie Gaia bewachen? Ich bezweifle, dass Sie überhaupt denken. Es ist eher ein Instinkt, der Sie zu Ihrem Grab zieht. Also die Reste, die wir sehen, ist die gesamte G-Prime-Anlage, die vor 20 Jahren explodiert ist? Das ist ja großartig.
Wäre übrigens gut gewesen, wenn ich jetzt die letzte Brutstätte gemacht hätte, dann hätte ich vielleicht eventuell noch was hacken können. Oder sind hier oben auch Dingens gestorben? Oder sind das wirklich alles nur Ruinenstücke? Ist das hier ein Koperstück? Ne, ist es nicht. Ist tatsächlich ein Stück Gang. Ja, aber wenn Gaia den Reaktor in die Luft gejagt hat, haben die wirklich Gaia komplett einmal redundant gebaut? Oder hat Gaia das selbst getan? Stellen sich hier Fragen über Fragen, ne? Ich stehe übrigens gerade auf dem freiesten Feld der Welt, also wenn mich jetzt hier irgendjemand sehen möchte, dann sieht er mich auch. Wann wachsen denn hier noch diese dummen Bitterwurzeln? Ich brauche Heiltränke, wenn denn überhaupt hier. Ah ne, das ist ein Heilner sein besprochen, Leute. Okay, nevermind, hab nichts gesagt. Achso, ich kann ja sowieso keine anderen Pflanzen mitnehmen. Aber wir nähern uns der ganzen Geschichte auf jeden Fall mit schnellen Schritten heran. Aber bis jetzt konnten wir Kämpfe ganz gut vermeiden. Da bin ich ja sehr glücklich drüber. Das gehört zu den Dingen. Jetzt wird es schon wieder Nacht hier. Das gehört zu den Dingen, wo ich überhaupt keinen Bock drauf gehabt hätte. Hier komm ich hoch. Wie geht's denn hier weiter? Ach ja, Mensch. Na gut, dass es hier so schöne Kletterpfade gibt. Aber anscheinend ist der Silence auch schon mal hier gewesen. Ich hatte übrigens Silence für den Typen, der das unbekannte Signal gemacht hat. Agia hat auch sehr schnell reagiert, wenn man so nachdenkt, ne? Vor 0,3 Millisekunden. Aha. Oh ne, nicht das hier schon wieder. Gegen das hatte ich schon freiwillig gekämpft. Ich könnte da knicken, wenn ich gegen das Vieh kämpfe. Aua. Das Ding ist, ich kann nicht gleichzeitig rennen und doch, warte, kann ich, wenn ich mit der Hand umgreife. So, hier, Elektro, da habe ich nicht aus Versehen meine Elektrorüstung gekauft? Wäre jetzt voll gut gewesen. Habe ich leider nicht, aber das Ding hier hat 41 Elektro-Shots. Ich glaube, mehr wird's nicht. Good enough. Also ich weigere mich, gegen diesen behinderten Dummvogel normal zu kämpfen. Das habe ich schon mal gemacht. Werde ich nicht nochmal machen. Das war letztes Mal schon anstrengend genug und da war ich nicht der Hauptquest, wo ich unter Zeitnot stand. Ich will jetzt hier Antworten haben. Das sind jetzt alles die Teile von Gear Prime. Das Ding ist, was mir... Oh. Der ganze Berg wurde in die Luft. Was mich halt so ein bisschen wundert ist, die ganzen anderen Anlagen, die hatten keine Selbsterhaltung. Also, die müssten eine regelmäßige Reparatur? Ich meine, es hieß zwar, dass die Servitoren das machen, aber irgendwie ja doch nicht. Gaias Selbstopfer hat das bewirkt? Den ganzen Berg von innen heraus platzen lassen? Was soll ich da jetzt wieder erwecken? Ja, schnell jetzt. Ich habe den Weg für dich vorbereitet. Du warst schon einmal hier drin. Ein Stück weit. Du wirst sehen. Aha. Das, was hier gebaut ist, sieht doch mehr aus, als würde eine... Du hast einen Kletterpfad vorbereitet, wo eine Armee von Maschinen auf mich wartet? Seit wann sind Maschinen ein Hindernis für dich? Wenn du fliegen könntest, hätte ich nicht mal den Kletterpfad gemacht. Ihr könnt fliegen? Nicht runtergucken. Nicht gucken. Das ist schon recht hoch hier, aber es ist trotzdem eigentlich recht beeindruckend, sein Pfad hier, oder? So, vor allen Dingen ist jetzt die lustige Geschichte mit Kollege Schnüschel jetzt eigentlich hinter uns? Oh. Gear Prime. An genau so einem Ort habe ich mir dich immer vorgestellt, Silence. Danke. Es ist eine von vielen Werkstätten, die ich im Laufe der Jahre gebaut habe. Du hast später noch genug Zeit, hier alles durchzuwühlen. Hat er irgendwelche Protokolle, die er hinterlassen hat? Ich meine, er hat anscheinend... Ach, guck mal hier, der Computer sieht doch sehr sauber aus und alles, ne? Ha. Ja, dann sprich mal, mein Freund hier. Seit Jahren versuche ich, hier hineinzukommen. Ich bohrte, ich brannte, ich sprengte. Doch wir wissen beide, dass du das schaffen wirst. Das klingt, als sollte ich mich entschuldigen. Aber nein. Ich kam nie darauf, es nicht mit Kraft zu versuchen, sondern mit einem Schlüssel. Einen in menschlicher Form. Der Mangel an Fantasie lag an mir, nicht an dir.
Na gut, die komische Meta-Legierung kriegt er eh nicht kaputt. Wie ist das, Titan-Meta-Legierung? Na Halleluja, die wird er mit seinen Steinzeitmitteln nicht aufkriegen. Na gut, wie dem es sei, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dahin, tschüss.